Jo, wir haben jetzt 12 DMZ-Videos rausgehauen zum DMZ-Modus, dem kostenlosen Extraction-Loot-Shooter von Activision. Und jetzt zum Release können wir endlich Guides und Tipps raushauen. Wenn euch das Video gefällt, ich freue mich über ein Like und über ein kostenloses Abo. Ansonsten schauen wir jetzt rein, dass wir nicht sofort mit leeren Händen dastehen zum Start von DMZ, denn das geht schneller, als man denkt. Denn es ist so, dass wenn ihr in eine DMZ-Runde reingeht, alles verliert, wenn ihr stirbt, das heißt, euer Tod hat Konsequenzen. Und ihr müsst euch neu ausrüsten. Und das Ausrüsten funktioniert so, dass ihr eine der Waffen hier, diese Kontrabandwaffen benutzt. Das sind Waffen, die ihr im Raid gefunden habt und die ihr extrahiert habt. Das heißt, die sind endlich und die können ruckzuck leer sein, wenn ihr ein paar Runden sterbt. Alternativ habt ihr oben den Versicherungsplatz. Ihr könnt eine beliebige Waffe eures Pools auswählen. Ihr könnt das Ganze modifizieren und ausstatten, so wie ihr möchtet. Und dann mit einer Waffe eurer Wahl reingehen. Das Ding ist, dass sobald ihr eure Versicherungswaffe auswählt, diese auf Cooldown geht. Das sind momentan 2 Stunden. Den Cooldown zu reduzieren dauert relativ lange. Das heißt, wenn ihr nicht aufpasst, steht ihr ruckzuck mit leeren Händen da. Deswegen mein allererster Tipp an dieser Stelle, wartet mit eurem Loadout. Geht erstmal mit normalen Kontrabandwaffen rein, wenn ihr welche habt. Oder komplett nackt, um die Map kennenzulernen, um das Spiel kennenzulernen und nicht direkt alles zu verlieren. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ihr in der ersten Runde sterbt, ist extrem hoch. Der zweite Punkt ist, wenn ihr jetzt reingeht, dass ihr darauf achtet, dass ihr immer eure Aufträge mitnehmt. Genauso wie bei dem Extraction Loot Shooter Marauders ist es so, dass ihr bis zu 3 Aufträge annehmen könnt, die ihr dann in der Runde erfüllen könnt. Das Coole ist, selbst wenn ihr sterbt, werden die Aufträge erfüllt. Das heißt, diese Aufträge dabei zu haben, ist immer Gold wert. Achtet also darauf, diese 3 Slots immer voll zu haben. Das Ziel ist es nämlich, die 3 Fraktionen zu leveln. Da reden wir von der Legion, von der Black Maus und vom White Lotus. Diese 3 Legionen sind so ein bisschen voneinander abhängig. Das Ganze geht mit der Legion los. Wenn ihr die Legion erstmal erfüllt habt auf Tier 1, dann schaltet ihr Black Maus und White Lotus frei und könnt dann alles leveln. Ziel ist erstmal, alle Fraktionen auf Tier 3 zu leveln. Das sollte euer vorrangigstes Ziel sein, denn mit Tier 3, alle 3 Fraktionen, schaltet ihr einen 2. Loadout-Slot frei und habt ab diesem Moment die Möglichkeit, etwas zu jonglieren, also zu versuchen, mit dem 1. Loadout das 2. freizuschalten und umgekehrt. Aber da schauen wir gleich nochmal genauer rein. Startet ihr jetzt in eine Runde, sollte euer vorrangiges Ziel erstmal das Überleben sein. Und zwar ist das so, dass ihr bei einem Tod alles verliert. Euer Loadout, was ihr ausgewählt habt, falls ihr eins ausgewählt habt, sozusagen die versicherte Waffe, dieser geht auf Cooldown für 2 Stunden. Das heißt, ihr habt dann 2 Stunden lang keine Möglichkeit mehr, das Loadout auszuwählen. Und das Überleben bringt euch Punkte, mehr XP, Geld und so weiter und so fort. Vor allem eine Cooldown-Reduzierung für diesen Loadout-Slot. Und füllt schlussendlich euer Stash auf mit Kontrabandwaffen, dass ihr nicht nackt in die Runden reingehen müsst. Deswegen hier erstmal die 3 grundlegenden Tipps zum Überlegen, gerade am Anfang. Und zwar ist das erste, langsamer zu laufen. Je schneller ihr durch die Gegend rennt, also gerade wenn ihr das taktische Sprinten benutzt, seid ihr extrem laut und weit zu hören. Das Rennen ist lauter als das Gehen und das Gehen ist lauter als das Schleichen. Das soll jetzt nicht heißen, dass ihr die ganze Zeit durch die Gegend schleichen müsst, aber in so einem taktischen Modus wie in dem Sie-Modus ist es nun mal so, dass ihr überlegen müsst, wann ihr rennt und wann ihr einfach mal langsamer vorgeht. In genau dieselbe Schiene fällt das Killen der feindlichen KI. Und zwar ist es so, dass gerade die einfache KI, die ihr am Anfang trefft, ziemlich einfach zu besiegen ist. Und hier ist schon die erste Frage, muss man dann jede KI-Einheit direkt erschießen und viel Lärm machen? Vielleicht mit einer nicht schallgedämpften Waffe schießen, sodass ihr da über die ganze Karte gehört werdet. Da reicht es sicherlich komplett aus, in den Nahkampf reinzugehen, vielleicht sogar mit einem Messer den Job zu erledigen, damit ihr lautlos erstmal die ersten Kämpfe überstehen könnt. Diese KI-Einheiten bringen euch außerdem Ausrüstung, das heißt, wenn ihr sie getötet habt, könnt ihr sie looten und könnt ihre Waffen mitnehmen, das sind dann die Kontrabandwaffen. So könnt ihr euch ausstatten während der Runde und auch diese Kontrabandwaffen extracten, damit ihr wieder euren Stash voll habt für Missionen in den nächsten Runden. Der dritte Tipp, muss ich zugeben, wird in diesem Spiel wahrscheinlich sehr schwer umzusetzen sein, und zwar ist das Voice over IP. Und zwar ist das so, in Extraction Loot Shootern hat man oft die Möglichkeit, über VoIP seinen Gegnern zu bitten oder darauf hinzuweisen, dass man friendly ist, dass man keine Tötungsabsichten hat, dass man seine Missionen erfüllen will und höchste Priorität setzt aufs Überleben und vielleicht sogar dem Gegenspieler Hilfe anbieten will. Was brauchst du für Items? Du brauchst eine Weinflasche? Here we go, ich habe zufällig eine, lass mich am Leben. Oder gib mir du deinen Gegenstand, dann können wir uns gegenseitig helfen. Das sind alles Dinge, die in einem normalen COD so undenkbar waren, in Extraction Loot Shootern aber gang und gäbe sind. Es kommt immer auf das Spiel an und ich denke, gerade in DMZ wird es generell aggressiver zugehen. Dennoch werdet ihr immer wieder Leute treffen, die freundlich sind.
Und ihr müsst selber entscheiden, geht ihr darauf ein, denn jeder, der freundlich ist, muss es nicht bleiben, kann euch trotzdem hinterrücks erledigen. Das ist von Spieler zu Spieler extrem unterschiedlich, aber herausfinden könnt ihr das nur, wenn ihr vibet und wenn ihr sowieso nichts zu verlieren habt. Wenn ihr zum Beispiel nackt drin seid, ohne Waffe und euer Gegner steht euch gegenüber, benutzt vibe. Macht ihn darauf aufmerksam, ich bin nackt, ich kann mich sowieso nicht wehren, wenn du mich erschießt, okay, aber wenn nicht, hast du vielleicht eine gute Tat getan und ich helfe dir auch bei deiner Mission oder ich gehe einfach raus. Also VoIP kann Leben retten. Diese ganzen Punkte bringen aber nichts, wenn ihr schlussendlich nicht extracted, das heißt, der Punkt, an dem man sagt, okay, ich verlasse jetzt diese Runde, ist euch frei überlassen. Es gibt nicht den Moment, wo das Spiel euch sagt, okay, ihr müsst jetzt rausgehen. Ihr könnt im Grunde genommen reingehen und direkt wieder extracten. Ihr könnt reingehen und bis zum Ende der Runde, bis die radioaktive Zone euch jagt, warten. Also diese 25 Minuten plus die radioaktive Zone, ich glaube, die geht nochmal 8 Minuten oder so. Und dann extracten, das ist euch komplett überlassen. Ob ihr euren Rucksack voll habt, leer habt, ob ihr tolle Waffen gefunden habt. Das bedeutet jetzt Folgendes. In der Regel kann man sagen, weniger ist mehr. Das heißt, ihr seid nicht gezwungen, euren Rucksack voll zu looten. Ah, ich habe noch einen Slot frei. Lass uns noch weitermachen. Ich gehe noch da rein und da rein und da rein und versuche noch was zu looten. Jeder Extract ist ein Sieg. Wenn ihr nicht so viele Missionen erfüllt habt oder nicht so viele Waffen gelootet habt oder generell nicht viel Loot dabei habt, ist die Extraktion an sich trotzdem ein Erfolg, denn ihr habt Progress und könnt sofort wieder in die nächste Runde reingehen. In der Praxis ist genau dieser Punkt wirklich schwer einzuhalten, denn die Loot-Gier zwingt uns so oft, einfach weiterzumachen. Und auch ich kämpfe oft damit, einfach mal zu sagen, okay, der Ausgang ist direkt neben mir, wir gehen jetzt raus. Umgekehrt kann es die Situation geben, dass euer Rucksack komplett voll ist und ihr plötzlich ein Item findet, was ihr braucht für eure Mission oder was besonders wertvoll ist oder wo ihr aus welchem Grund auch immer sagt, ich brauche dieses Item. Jetzt gibt es folgende Möglichkeit. Und zwar sind über die Map sogenannte Dead Drops verteilt, übersetzt tote Briefkästen. Diese 6 Dead Drops geben euch die Möglichkeit, Items abzulegen. Und zwar werden die Runden übergreifend abgelegt. Das bedeutet, wenn ihr in dieser Runde eine wertvolle Weinflasche findet und die in den Dead Drop legt, dann extrahiert, dann euch wieder neu ausrüstet, in die Runde reingeht, dann könnt ihr über diesen Dead Drop wieder zugreifen und die Weinflasche mitnehmen. Das heißt, ihr hortet sie sozusagen rundenübergreifend für eine spätere Extraktion. Das kann sehr, 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 sehr nützlich sein und hat noch einen weiteren Vorteil, denn wenn ihr eure Loadout-Waffe, also wenn ihr eine versicherte Waffe dabei habt und diese Loadout-Waffe in einen Dead Drop legt, dann wird diese Loadout-Waffe in eure Basis transferiert mit einem stark reduzierten Cooldown. Ihr sichert somit also eure wertvolle eigene Waffe und könnt mit Waffen der Gegner weiterspielen. Wenn ihr zum Beispiel Spieler gelegt habt, die bereits sehr gute Waffen in der Hand hatten, dann könnt ihr mit diesen Waffen weiterspielen und eure eigene Waffe sichern und gleichzeitig den Cooldown stark reduzieren, dass ihr eure Lieblingswaffe bald wieder verfügbar habt. Das ist eine wirklich tolle Option, die man auf gar keinen Fall vergessen darf, also versicherte Waffen in die Dead Drops. Solltet ihr jetzt alle drei Fraktionen auf Tier 3 bekommen haben, schaltet ihr den zweiten Loadout-Slot frei und könnt damit in Zukunft mit 2 Cooldowns arbeiten. Es gibt einen dritten Loadout-Slot und den schaltet ihr frei, wenn ihr die Fraktion auf Level 5 bekommt. Das ist euer langfristiges Ziel sozusagen, diese 3 Slots freizuschalten. Die Frage ist jetzt mit dem Loadout selbst, ja, welche Waffe nehme ich jetzt eigentlich in den Loadout? Was ist denn jetzt so eine gute oder vielleicht sogar die beste DMZ-Waffe? Das können wir jetzt noch nicht sagen. Es gibt Anhaltspunkte darauf, was gute Waffen sein könnten. Da bin ich sehr gespannt, wie sich die Meta entwickelt. Da werde ich auf jeden Fall noch berichten. Momentan scheint es so zu sein, dass folgende Waffen interessant sind. Zum einen ARs, also Sturmgewehre, denn diese sind universell einsetzbar im Nahkampf und Fernkampf. Man kann viele Sturmgewehre mit großen Magazinen ausstatten, was besonders wichtig ist, weil wir sehr viel Munition brauchen gegen die vielen KI-Einheiten, die auf den Maps rumlaufen. Und die meisten Sturmgewehre haben die Möglichkeit, einen Schalldämpfer anzubringen. Das heißt, ein Schalldämpfer wird auch nochmal sehr, sehr nützlich sein im DMZ-Modus, wo es schlussendlich darum geht, zu überleben und nicht von jedem Kilometer weit gehört zu werden. Im Zuge dessen könnte es also sein, dass SMGs weniger gespielt werden und LMGs möglicherweise sogar best in class sind, weil diese einen riesen Munitionsvorrat haben und das etwas trägere Verhalten der LMGs im DMZ-Modus nicht so stark zum Tragen kommt. Ein weiterer Punkt sind die Schlüssel, also die Keys, die ihr in den Runden finden könnt. Es gibt relativ viele Keys zu finden. Ihr findet sie in Jacken, bei KI-Einheiten, bei Bossen. Und diese Keys haben gewisse Seltenheitsstufen und öffnen für euch Räume und Gebäude, die wiederum sehr, sehr viel Loot haben können oder wertvolle Items für euch. Jetzt ist es so, dass es im DMZ-Modus keinen Sicherheitscontainer gibt. Das heißt, ihr könnt eure Items nicht
über den Tod hinaus sichern, wenn ihr sterbt. Es ist genauso wie Marauders, ihr verliert absolut alles und damit auch die Keys. Das bedeutet, Keys, die ihr dabei habt und dann extracted, möchtet ihr vielleicht erstmal ablegen und nicht in eurem Rucksack, in eurem Loadout lassen, damit ihr sie die nächste Runde aus Versehen mitnimmt, sterbt und verliert. Also, im Stash gibt es einen eigenen Key-Stash, wo ihr eure Keys horten könnt. Und da müssen eure Keys rein, dass ihr gezielt Keys auswählen könnt für Missionen, die ihr braucht, um diese dann parat zu haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier ein Sammelfieber losbrechen wird, wo Leute einfach nur Keys sammeln, um alle zu haben. Wichtig ist nur, denkt dran, wenn ihr sie am Körper tragt und sterbt, dann sind die Keys weg. An dieser Stelle vielen Dank an die Kanalmitglieder, die den Kanal zu dem machen, was er ist. Dankeschön dafür über ein kurzes, kostenloses Abo und ein, jetzt bin ich komplett raus, und ein Like. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen. Ansonsten genießt das Spiel. Denkt dran, es ist kein Tarkov-Klon, es ist ein eigenständiges Spiel. Versucht es zu genießen, so wie es ist, normal, so wie es da ist. Denkt dran, es ist die Beta. Wird auch noch stark verändert. Viel Spaß. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Hasta luego und hasta la vista.